Ja, moin, herzlich willkommen zum Linkaufbau FAQ. Nummer 10. Heute mit dem Thema ist das Kaufen von Backlinks eigentlich sinnvoll? Und erstmal muss man natürlich sagen, wenn man eine wirklich hm, langweilige Antwort geben möchte, natürlich, es ist erstmal ein Verstoß gegen Google-Richtlinien. Also wann immer man Links kauft oder verkauft, also für beide Seiten des Link-Kaufs, ist das Ganze ein bisschen blöd. Was kann passieren? Es kann passieren, dass man hier eben abgestraft wird. Es kann passieren, man hat einen Link und den wird Google irgendwann später mal entwerten. Es kann sogar sein, dass Google den Link direkt entwertet. Dann hat er also nie irgendwas gebracht. Und man muss natürlich auch immer so rechtliche Aspekte ähm, im Blick haben, so Schleichwerbung zum Beispiel. Ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, deswegen den Part streiche ich jetzt mal. Also, sollte man Links nicht kaufen? Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, die reine Lehre wäre so. Aber in der Praxis muss man sagen, man hat einfach manchmal keine andere Wahl. Denn viele Leute da draußen halten einfach die Hand auf. Es ist einfach zum Geschäftsmodell geworden. Manchmal muss man einfach kaufen. Das Einzige, was man dann aber tun sollte, ist, man, dass man die Gefahren minimiert. Also erstmal, dass man sehr stark auf die Qualität der verlinkenden Website achtet. Zum Beispiel guckt, auf was verlinken die denn sonst so. Und dann natürlich auch, dass man schaut, dass dieser Link absolut organisch aussieht. Was heißt das? eine zentrale Frage, wenn du dir diese Seite anguckst, die auf dich verlinkt, hätte dieser Link auch ohne deine finanzielle Zuwendung entstehen können. Also sieht er genauso aus. Also steht da in dem Text jetzt nichts von Peter hat mir Geld geschickt oder Peter hat mir Produkte geschickt oder sowas, sondern ohne finanzielle Zuwendung. Dann ist es in meinen Augen zumindest Gefahrenminimierung. Und natürlich auch der ideale gekaufte Link wird nicht nur für Google aufgebaut, sondern dann, wenn ich erwarte, dass über diesen Link eben auch Besucher zu mir kommen. Und damit habe ich schon ziemlich viele Linkquellen ehrlich gesagt, auch zitiert. Meine Meinung ist natürlich für mich viel spannender ist das Thema Link-Earning, also dass ich mit starken Inhalten starke Backlinks aufbaue. Die idealerweise dann sogar, weil der Inhalt so stark ist, organisch entstehen. Das ist natürlich ein weiter Weg und das gelingt auch nicht immer, aber in meinen Augen ist es eine Sache, die. Äh, in der Regel besser ist. Aber man muss auch zugeben, das Ganze hat natürlich auch einen Haken. Es ist aufwendiger, es ist unsicherer und es ist eben komplizierter. Das heißt, es ist nicht einfach so wie beim Link-Kauf, wo ich irgendwo hingehe, ich lege 300 Euro hin, ich habe meinen Link, sondern ich muss erstmal teuer Content produzieren und dann hoffen, dass er auch bei der Zielgruppe später zünden wird. Aber ich muss sagen, mehr Spaß macht natürlich das ganze Thema Link-Earning und nicht Link-Kauf. Das war's von mir in Episode Nummer 10. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, Podcasts, Webinare und so, geht ihr auf bluefusion.de slash hallo. Oder natürlich, ihr könnt natürlich sehr gerne auch auf eines der anderen FAQ-Episoden draufklicken und euch noch mehr Wissen zum Thema Linkaufbau draufschaffen. Jo, viel Spaß beim Klicken. Bis bald. Ciao.